3 Gründe, warum deine Agentur keine 5 Termine pro Tag mit Cold Calls erreicht und wie du es in Zukunft schaffst. Bist du frustriert, weil du mit Cold Calls nicht die gewünschten Termine generierst? Ich decke heute die 3 Hauptgründe auf, warum deine Cold Calling Strategie versagt und zeig dir aber auch gleichzeitig, wie du es mit ganz einfachen Techniken auf 5 Termine pro Tag schaffst. 1. Der erste große Fehler ist Vorurteile gegenüber deinem Angebot. Du musst wissen, viele deiner potenziellen Kunden, insbesondere im Dienstleistungsbereich, haben einfach negative Erfahrungen gemacht. Sie haben schon teils hohe Summen verbrannt oder einfach schlechte Erfahrungen im Sales-Prozess gesammelt, weil man sie belästigt hat, man hat Druck ausgeübt, man hat sie beleidigt. Dass es natürlich für dich schwieriger geworden ist, gerade jetzt Termine zu bekommen. Was ist hier die Lösung? Baue Vertrauen auf. Sei transparent. Zeige den Wert deines Angebots und geh auch auf die Bedenken deiner Kunden in deiner Einwandbehandlung ein, wenn du die Termine dann ausmachst. Fokussiere dich auf die Lösung der Probleme deiner Kunden, nicht auf den reinen Verkauf. Okay, das ist ganz, ganz entscheidend, weil der Kunde kauft dann automatisch, weiß das intrinsisch. Und stelle unbedingt sicher, dass wenn du dann im Sales Call auch bist, dass dein Angebot klar kommuniziert ist und leicht verständlich ist. Die zweite große Herausforderung ist, wir haben eine Marktübersättigung und es sind einfach viel zu durchschaubare Tricks dabei. Das heißt, heutzutage werden Entscheidungsträger täglich mit einer Vielzahl von Cold Calls bombardiert. Und sind wir uns ehrlich, darf ich gleich zum Punkt kommen oder verbinden Sie mich bitte mit Herrn Müller? Das weiß mittlerweile jeder Gatekeeper. Und die sind gelangweilt von solchen Standard-Verkaufs- oder Termin-Pitches. Wie schaffst du es hier, das Ganze dennoch zu lösen und zu Terminen zu bekommen? Personalisierung ist hier der Schlüssel. Mach eine kleine Vorrecherche bei deinen Leads, bevor du sie anrufst, damit du weißt, an welchen Punkten du wie ansetzen kannst, damit dich das eben dann von deiner Masse abhebt. Und biete klaren Mehrwert. Gehe auf ein Bullet Point ein, den dein Lead, deine Zielgruppe garantiert triggert. So schenkt er dir Gehör, weil er es ihn ja triggert. Und zusätzlich sei geduldig, sei hartnäckig, aber bleibe höflich und respektvoll. Mach bitte keine Beleidigungen, mach keine Ausführungen in Aggressionen. Das bringt nichts, viel schlimmer. Es wirft sehr, sehr negatives Licht sogar auf dein Unternehmen. Und der dritte und meines Erachtens nach auch einer der schwerwiegendsten Fehler ist die mangelhafte Lead-Qualität. Schlechte Kontakte, schlechte Leads führen zu sehr frustrierenden Cold Calls und daraus resultieren geringe Erfolgsquoten. Das heißt, stelle bitte unbedingt sicher, dass du die richtigen Personen ansprichst, die tatsächliches Interesse auch an deinem Angebot haben. Was ist hier die Lösung? Investiere in hochwertige Lead-Qualifizierung. Nimm dir die Zeit dazu. Recherchiere sie oder eben lass sie recherchieren. Oder eben hole dir Scraper, die basierend auf gewissen Anforderungen deine Leads rausscrapen können. Nutze ebenfalls richtige Targeting-Kriterien, um eben deine Zielgruppe auch zu erreichen. Und ganz, ganz wichtig, priorisiere dann nochmal diese relevanten Leads. Warum? Weil dann weißt du ganz genau, was sind A-Leads, was sind B-Leads, was sind C-Leads. Okay? Mach dir eine Kriterienliste. Und ich gebe dir noch einen kleinen Bonus, um im Cold Calling direkt auch zum Entscheider dann durchzukommen, indem du der Vorzimmerdame einen klaren Befehl gibst. Das geht dann in etwa so: Frau Meier, schön, dass Sie drangegangen sind. Bitte verbinden Sie mich mit dem Herrn Müller und sagen Lukas am Apparat. Ich bleibe so lange in der Leitung und wünsche Ihnen jetzt schon mal einen angenehmen Resttag. Dankeschön. Und was geht's denn genau, wenn ich Sie weiter verbinde? Gut, dass Sie fragen. Sagen Sie bitte Lukas am Apparat. Danke. Okay, du wiederholst dann einfach nochmal das, was du gesagt hast. Und ganz entscheidend, hast du auf mein Wording geachtet, dass ich beim ersten Mal gesagt habe, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen guten Resttag. So verbinden wir Direktheit mit Höflichkeit und das machen die meisten im Markt nicht. Und
Ganz entscheidend ist auch, dass du natürlich, das ist aber klar, davon gehe ich jetzt aus, dass du den Namen auch deines Entscheiders kennst und den dann eben, wenn du bei ihm durchkommst, auch ihn nochmal erwähnst. Sei bitte auch klar und direkt in deinem Anliegen, in deinem Skript. Komm schnell auf den Punkt. Hör auf zu erzählen, wer du bist, warum du anrufst und so weiter und so fort. Sprech sofort einen Schmerz an und dann Attacke, warum du ihn anrufst. Und bleibe dabei immer höflich und professionell, auch wenn du auf Widerstand stößt. Willst du wissen, wie du mit Entscheidern erfolgreich kommunizierst? Willst du wissen, wie du die richtigen Leads findest, Vorurteile gegenüber deinem Angebot schon in deinen Skripten aushebelst? Hey, dann melde dich bei uns. Wir helfen dir, deine Cold Calling-Strategie zu optimieren und deine Terminquote wirklich deutlich zu steigern. Weil mit den richtigen Strategien und etwas Anpassung kannst du wirklich Cold Calls zu einer sehr, sehr effektiven Waffe für deine Terminvereinbarung machen. Und vergiss nicht, auf Personalisierung, Mehrwert und die richtige Zielgruppensprache, Zielgruppenansprache zu setzen. Okay, das ist wirklich entscheidend. Nutze ein starkes Telefonskript, trainiere auch deine Gesprächsführung, übe Einwände zu parieren, analysiere auch deine Ergebnisse und optimiere deine Strategie unbedingt fortlaufend, weil es ändern sich immer Dinge. Und wenn du wissen willst, wie das noch schneller geht, dann lade ich dich dazu ein, dich kostenfrei zu einem Erstgespräch bei uns einzutragen. Du findest den Link unten in der Beschreibung oder du gehst einfach auf www.duru-consulting.de.